Jetzt will ich Ihnen zeigen, wie und wofür Sie Maskierflüssigkeit in der Aquarellmalerei verwenden können. Als erstes muss man sagen, die Maskierflüssigkeit gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Ich habe am allerliebsten die von der Firma Talens, den Liquid Masking Film. Der ist sehr schön elastisch und kann auch lange auf dem Bild drauf bleiben, mehrere Tage bis hin zu mehreren Wochen. Bei anderen Herstellern kann es mitunter passieren, dass der Gummi schon nach wenigen Tagen aushärtet und sich von der Papieroberfläche nicht mehr entfernen lässt. Wichtig ist die Beschaffenheit des Aquarellpapiers für die Verwendung des Maskierfilms oder der Maskierflüssigkeit. Nicht jedes Papier ist gleichermaßen für die Verwendung von Maskierflüssigkeit geeignet. Manche haben eine so offene Struktur, dass sich die Maskierflüssigkeit zwar auftragen lässt, aber beim Herunterrubbeln die Papieroberfläche aufraut, beschädigt oder sogar Teile davon herunterreißt. Mit der Arches Aquarellpapier und Fabriano Artistico Aquarellpapier funktioniert die Maskierflüssigkeit auf jeden Fall ganz problemlos. Die Maskierflüssigkeit dürfen Sie nicht mit Wasser verdünnen, nicht auf bereits bemalte Flächen auftragen, weil dort die Farbe sonst aufgehellt würde nach dem Abrubbeln des Gummis. Und Sie dürfen die Maskierflüssigkeit nicht zu stark erhitzen, wenn sie auf dem Papier ist. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Aquarellbild trocken föhnen wollen oder wenn Sie ein Aquarellbild mit Maskierflüssigkeit im Auto im Sommer transportieren wollen. Wenn es 50, 60 Grad im Auto erreicht, dann kann es schon nach einer halben Stunde oder Stunde sein, dass die Maskierflüssigkeit sich mit dem Papier so gut verbunden hat, dass er sich nicht mehr entfernen lässt. Die Maskierflüssigkeit könnten Sie mit einem Pinsel auftragen. Die Maskierflüssigkeit verklebt aber die Haare des Pinsels. Ich selber verwende teure Pinsel auf keinen Fall, sondern ich trage die Maskierflüssigkeit entweder mit einem alten Pinsel auf, der keine Haare mehr an der Spitze hat, oder ich trage die Maskierflüssigkeit mit einer alten Interdentalbürste auf, also mit einer Bürste für Zahnzwischenraumreinigung. Damit funktioniert es recht gut und man kann auch sehr kleine Flächen damit bedecken. Die Maskierflüssigkeit sollten Sie immer gut satt auftragen. Und wenn Sie einen Klecks aufs Bild bekommen, den nicht wegwischen, weil dann kann es sein, dass die Maskierflüssigkeit zwar auf dem Papier bleibt und sich nicht mehr entfernen lässt, aber trotzdem das Papier dort keine Farbe mehr annimmt. Also wenn Ihnen ein Klecks aufs Papier fällt, immer die Flüssigkeit trocknen lassen, dann lässt er sich mühelos herunterrubbeln. Man verwendet die Maskierflüssigkeit dazu, Flächen gegenüber anderen Flächen abzugrenzen, sodass man großzügig und flott einen Bereich malen kann, ohne dabei in den anderen Bereich hineinzufahren. Also zum Beispiel, wenn man einen Himmel hat und einen Baum, der in den Himmel hineinragt, dann deckt man den Baum und die Konturlinie der Landschaft ab, hält mit der Maskierflüssigkeit also diese Bildbereiche frei, um dann den Himmel schnell, zügig und mit schönen Schattierungen malen zu können und auf die Details im Vordergrund Rücksicht nehmen zu müssen. Man kann damit auch kleinere Details in größeren Flächen frei halten, die einheitlich oder schattiert sein sollen. Und sie eignet sich auch sehr gut, um einzelne Glanzlichter in einem Objekt frei zu halten, sodass man sorglos die Strukturen des Objekts malen kann und am Schluss die Glanzlichter immer noch frei hat, weil sie durch die Maskierflüssigkeit geschützt sind. Die Maskierflüssigkeit sollten Sie vor Gebrauch immer gut schütteln, weil sich Bestandteile dieser Maskierflüssigkeit absetzen. Und dann die Maskierflüssigkeit eher satt auftragen, nicht zu trocken verstreichen. Wie gesagt, ich verwende am liebsten einen alten Pinsel, der keine Haare mehr hat. Und mir gelingt damit auch, schöne Details abzudecken. Hier also decke ich die Konturlinie einer Landschaft ab.
breit genug, dass ich nicht aufpassen muss beim Malen des Himmels, dass der Landschaft etwas passiert. Und ich decke zum Beispiel einen Baum im Vordergrund ab. Damit der Baum nicht zu kompakt wird, mache ich sehr gern einzelne Pünktchen an den Rändern. Dadurch hat man den Eindruck, dass einzelne Blätter des Baums in den Hintergrund hineinragen. Die Anwendung ist die gleiche, egal von welchem Hersteller Sie die Maskierflüssigkeit verwenden. Wenn alles abgedeckt ist, dann muss die Maskierflüssigkeit gut trocknen, bevor Sie darüber malen können. Das heißt, die Maskierflüssigkeit ist so milchig, solange sie feucht ist. Wenn sie getrocknet ist, ist sie dunkelgrau. Sie können Flächen, die Sie mit Maskierflüssigkeit bedeckt haben, auch mit dem Föhn trocknen, um schneller daran weiterarbeiten zu können, müssen aber immer darauf achten, dass Sie mit der Maskierflüssigkeit nicht zu stark erhitzen. Hier decke ich einen kleinen Fleck ab, der inmitten einer größeren Fläche sein soll. Und im untersten Bereich decke ich einzelne kleine Glanzlichter ab, um den Krug zu malen. Jetzt muss die Maskierflüssigkeit trocknen. Vielleicht können Sie jetzt an der Farbe der Maskierflüssigkeit im Video erkennen, dass die Maskierflüssigkeit dunkler und transparenter aussieht, also getrocknet ist. Jetzt kann ich über die abgedeckten Flächen drüber malen, ohne Rücksicht auf die Details im Vordergrund nehmen zu müssen. Das kann mir bei einem Himmel sehr gut helfen, den Himmel schnell und gleichmäßig zu malen. Sonst müsste ich in kleinen Flecken um den Baum herum malen und dann würde der ganze Himmel fleckig werden. Sie sehen, die Maskierflüssigkeit da hat sich nicht verändert, aber zwischen kleinen Stellen kann sich manchmal ein bisschen mehr Farbe sammeln. Die sauge ich dann mit einem Pinsel noch weg. Hier habe ich ein Detail abgedeckt, um eine große Fläche dahinter zu malen. Ich streiche also die Fläche einfach an, weil der Gummi schützt den kleinen Bereich davor, Farbe zu bekommen. Und zuletzt kann ich auch den Krug mit Farbe bedecken und weiß, die Glanzlichter bleiben frei. Jetzt braucht die Farbe nur mehr zu trocknen und ich kann dann entweder noch einmal drüber malen, wenn ich möchte, oder die Maskierflüssigkeit herunterrubbeln. Die Farbe ist getrocknet und jetzt kann ich die Maskierflüssigkeit mit dem Finger herunterrubbeln. Wichtig ist nur, mit der Haut herunterzurubbeln und nicht mit dem Fingernagel zu kratzen, weil der Fingernagel könnte die Papieroberfläche beschädigen und dann würde dort die Farbe dunkler angenommen werden. Sie sehen, die Maskierflüssigkeit geht ganz angenehm und mühelos herunter. Die Vorzeichnung wird durch das Abrubbeln vermutlich auch ein bisschen aufgehellt, ist aber in den meisten Fällen nicht problematisch. Jetzt kann ich zum Beispiel in der Landschaft erneut die Maskierflüssigkeit verwenden und damit den Stamm des Baumes und das Laub des Baumes abdecken, das vor der Landschaft im Hintergrund ist. Auch ein paar Gräser im Vordergrund bekommen die Maskierflüssigkeit, damit es ein bisschen mehr Kontrast zum hinteren Bildbereich bekommt.
Das eine Detail hier kann ich zum Beispiel schon mit Farbe bedecken und weiß, ich habe schöne Konturlinien, die ganz exakt meinen Wünschen entsprechen. Die Glanzlichter im Krug sind vielleicht ein bisschen scharfkantig. Da kann ich mit einem Borstenpinsel dann um die Glanzlichter herum noch ein bisschen Unschärfe hineinwaschen. Die Maskierflüssigkeit am Baum ist getrocknet und jetzt kann ich die hintere Landschaft einfach anmalen, ohne dass ich auf den Baum Rücksicht nehmen muss. Weil ich möchte, dass der Baum in der Sonne steht, bekommt der Baum noch einen Schatten nach links. Die Farbe in der kleinen Landschaft ist getrocknet und ich kann den Baum vom Gummi befreien und die kleinen Gräser unten. Und jetzt kann ich das Laub des Baumes hell und sonnig auf der Lichtseite bemalen. Ich kann den Baumstamm tönen mit einem hellen Braun auf der Lichtseite und einem dunklen Braun auf der Schattenseite. Und habe helle, sonnenbeschienene Gräser vor dem dunklen Schatten des Baumes. Wie gesagt, das soll keine richtige Landschaft sein, sondern einfach nur einen Eindruck davon vermitteln, wie sich die Maskierflüssigkeit in einem Landschaftsbild verwenden lässt. Möchten Sie die Maskierflüssigkeit doch lieber mit dem Pinsel auftragen, dann sollten Sie den Pinsel vorher in Spülmittelkonzentrat tauchen. Wenn er damit getränkt ist, lässt sich der Pinsel nach Gebrauch leichter reinigen. Ich lasse den Pinsel eintrocknen und dann schaue ich, wie gut der Gummi wieder runtergeht. Es gibt Maskierflüssigkeiten auch von anderen Herstellern als von der Firma Talens. Manche Hersteller verkaufen Maskierflüssigkeiten in so kleinen praktischen Fläschchen, mit denen man die Maskierflüssigkeit auch gleich direkt aufs Papier auftragen kann. Jetzt ist es verstopft. Halten Sie bei solchen Fläschchen auch immer eine kleine Stecknadel bereit, denn die Spitze verstopft sich mitunter. Und auch von der Firma Senelini gibt es so ein Fläschchen, das auch so eine Auftragsspitze hat. Nicht jede Maskierflüssigkeit lässt sich nach dem Trocknen so leicht und schnell wieder entfernen. Damit Sie keine Blasen an den Fingern bekommen, können Sie auch ein Frotté-Handtuch verwenden. Damit geht der Gummi sehr schön wieder von der Bildfläche herunter. Die Maskierflüssigkeit auf dem Pinsel ist mittlerweile schon ziemlich eingetrocknet. Mal sehen, was sich durch Waschen und Rubbeln entfernen lässt.
Der Pinsel ist wieder recht schön und sauber geworden und man kann mit ihm auch weiterhin Aquarellfarbe auftragen.